Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomb Raider 5, die Chronik. Und wir werden jetzt hier auf diese Plattform gehen und Lara wird wieder sprechen, deswegen halte ich jetzt meinen Mund. Um eine Rolle seitwärts auszuprobieren, drücke links und Sprung zusammen. Okay. Ja. Für die Affenschaukel brauchst du nur gerade hochzuklettern. Dann drückst du die Aktionstaste und hältst sie gedrückt. Dann drückst du noch vorwärts. Schaut, das habe ich gemeint. Hier oben liegen Fackeln und jeder denkt, das tut hier brauche ich nicht machen, da ist ja nichts Interessantes. Aber nein, das sind ja nur Fackeln und Medipacks, ne? Also sehr zu empfehlen für Leute, die nicht gut Tomb Raider spielen können. Und keine Sorge, ich kümmere mich schon darum, wie man da hochkommt. Ich werde es euch schon zeigen. Nicht, dass ihr fragt, wie kommt man denn da hoch? Ich weiß es nämlich nicht. Und schaut euch das mal an. Schaut euch diesen Grafikbug an, wie Lara einfach durch diese Wand glitscht. Alles verschwindet, bloß ihr Rucksack nicht und ihr Po nicht. Und ihr Kopf nicht. Ja. Damit ich diese Wand hochklettere, stelle ich mich direkt daneben und du drückst Vorwärts und Sprung gleichzeitig. Halte die Aktionstaste weiter gedrückt und drücke vorwärts, um die Wand drauf zu klettern. Um Ecken zu überwinden, drücke einfach die entsprechende Richtungstaste. Mach ich, Lara. Ja, weil das Spiel schon alt ist und mein Computer sehr neu ist, da lädt die CD oft nach. Also wundert euch nicht, wenn ganz kurz... Damit ich krieche, musst du die Taste hocken gedrückt halten und vorwärts drücken. Danke, Lara, fürs Unterbrechen, wenn ganz kurz Standbild ist. Dann weiter geht's. Aber ich glaube, das fällt nicht so auf in der Aufnahme, so wie bei, wenn ich so nicht viel spiele. So, hier können wir jetzt rüber und da sind meine, wie gesagt, meine Fackeln. Dieser Sprung geht sehr gerne daneben und deswegen werde ich speichern. Ja, wie ihr seht, habe ich schon mal gespielt und deswegen habe ich da auch 5 stehen. Ja, das war einfach so ein Test, ob ich speichern kann, sozusagen. Okay, speichern wir. Jetzt heißt es 6, gut. Und wir hüpfen jetzt darüber. Was wir ohne Anlauf schaffen würden, schaffen wir auch. Gut, hier liegen Fackeln. Hier müssen wir kriechen. Ein großes Medipack. In Tomb Raider 5 gibt es einen Vorteil, man muss nicht fast pixelgenau davor stehen. Also, sie geht dann fast automatisch dann dahin. Und das finde ich in Tomb Raider 5 sehr toll, weil in manchen Spielen, wie zum Beispiel Tomb Raider 3, musst du pixelgenau vor einem Medipack stehen, um es aufheben zu können. Hier drüben liegt ein weiteres Medipack, ein kleines. Einige vergessen das sehr gern, aber ich niemals. So. Ja, da mache ich immer so gerne Probesprung, denn manchmal spinnt auch Lara, du hast die Sprungtaste nicht gedrückt, aber habe ich sie gedrückt und dann... bist du tot. Das ist immer so schön toll. Ja, hier kann man jetzt mit Anlauf drüber hüpfen, aber man kann auch so drüber hüpfen. Also es musste klappen. Gut. Hier krabbeln wir jetzt. Und dann kann ich euch gleich einen tollen neuen Move zeigen. Ja, viele denken jetzt, ich muss mich umdrehen und mit ihrem Arsch nach hinten kriechen, und um da durch das Loch zu kommen. Aber man drückt einfach die Alt-Taste nach vorne und dann macht sie da diesen geilen Move hier. Und ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber auf jeden Fall sagt sie dann so immer und dann landet sie unten. Okay, hier spricht sie wieder, also bin ich still. Um einen Hebel oder Schalter zu benutzen, stell dich neben den Schalter und drücke die Aktionstaste. Dann mach das. Gut. Das Tutorial ist bald vorbei. Denn lange dauert es nicht mehr. Ja, es dauert wirklich nicht mehr lange. So, hier hoch. Da an den Rand. Und dann geradeaus und dann... Aber ich bin wieder leise, weil da oben sagt sie mich gleich wieder was. Zum Schwimmen spring ins Wasser. Benutze die Aktionstaste zum Schwimmen und die Richtungstasten zum Lenken. Wir gehen ganz leicht nach vorne, denn ich möchte diesen wunderschönen Hechtsprung machen. Und es müsste mir die Luft reichen, denn hier im Wasser ist auch ein kleines Geheimnis, also ein Geheimgang mit sehr viel Muni. Und zwar der ist hier unten.
Und die Luft rein müsste ja ausreichen, wenn man gut schwimmen kann, ja. Denn sobald man nach oben geht, gibt es wieder einen neuen tollen Satz. Und ich möchte einfach den erst machen, wenn ich die Muni eingesammelt habe, also die Munition. Hier hoch. Hier finden wir ein großes Medipack. Schrotflintenmunition in Rot und Schrotflintenmunition in. Nein, das ist Revolvermunition. Nicht verwechseln. Also, wir haben jetzt hier Revolvermunition und Schrotmunition in Rot. Und es gibt auch noch eine blaue, falls ihr jetzt sagt, warum sagt die Rot? Und deswegen habe ich jetzt Rot gesagt. Okay. Wir schwimmen zurück. Und am besten nicht ganz hoch. Zum Herausklettern, schwimm ans Ufer und drücke die Aktionstaste. Da ist der Ausgang. So, sagst du nichts mehr? Okay. Dum-di-dum-di-dum. Oh nein. Um auf dem Seil zu balancieren, gehe auf das Seil und drücke die Aktionstaste. Drücke dann vorwärts. Wenn du beginnst, die Balance zu verlieren, drücke zum Ausbalancieren die entgegengesetzte Richtungstaste. Taste. Das ist bei mir auch wieder abgeschnitten. Aber egal. Ja, ich werde hier kurz drauf gehen, euch zeigen, was sie damit gemeint hat. Und dann werde ich mich absichtlich runterfallen lassen, denn dort unten befindet sich wieder Munition und Fackeln und könnt ihr es solchen denken durchen? Könnt es euch denken? Ja, dort unten befindet sich meine erste goldene Rose. So, jetzt muss ich die entgegengesetzte Richtungstaste drücken. Also wenn sie nach rechts schwankt, muss ich nach links drücken. Wenn sie nach links schwankt, muss ich nach rechts drücken. Im nächsten Ding. Und dabei am besten, wenn ihr nach vorne drückt, die Taste nach vorne loslassen, denn jedes Mal, wenn ihr nach vorne drückt und ihr drückt gegen die entsprechende Richtung und geht dann geht die zwar wieder weiter nach vorne, aber es kommt öfter vor, dass sie wackelt, weil ihr einfach nicht weil ihr diese die Vorwärtstaste nicht losgelassen habt. Was mir auch schon oft passiert ist, und ich habe mich dann immer beschwert, warum? Warum machst du das, Lara? Ich kapiere es nicht. Ich drücke ganz normal vorwärts. Warum musst du so schon wieder jetzt gleich wieder wackeln? Und da, bis ich dann mal gecheckt habe, dass wenn man Vorwärtstaste drückt, Vorwärtstaste, mein Gott, Vorwärtstaste drückt und dann gleichzeitig eine andere Taste drückt, also zum Beispiel links oder rechts, dann schwankt die nach 2 Schritten gleich wieder. Das ist so in dem im PC auf dem PC auf der Xbox ist es genauso. Auf der Xbox. Auf der PlayStation ist es genauso. Entschuldigung, Leute, ich habe Sprachfehler. Ich verwechsel schon die Konsolen. Und deswegen habe ich mir das auch so gemerkt und fand es auch wichtig, euch das zu erwähnen. So, heben wir das auf. Also irgendwie kommt es mir so vor, oder sollte ich meinen Sound doch ein bisschen lauter stellen? Optionen. Stellen wir es noch ein bisschen lauter. Ja, da hört man sie schnaufen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier weiter im nächsten Video, denn mein iWatch hat gebimmelt und das heißt, meine Videozeit für YouTube ist vorbei. Und deswegen sehen wir uns im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao.